wird für beide Kniegelenksrollen eine Prothese benötigt, so spricht man von einer Totalendoprothese, auch Knie-TEP genannt. Sie zählt ebenfalls zu den Oberflächenprothesen. Eine Knie-Totalendoprothese ist wie eine doppelte Schlittenprothese aufgebaut, besteht also aus einer Oberschenkelkomponente für beide Kniegelenksrollen, einer Schienbeinkomponente und der dazwischenliegenden Gleitfläche. Bei schwerem Knorpelschaden der Kniescheibe kann auch der Oberflächenersatz der Kniescheibe erwogen werden.